Tschaha, willkommen zurück zum 14. Part des Let's Plays. Wir befinden uns noch immer in dieser Höhle. Mit den ganzen Miasma, in der Hoffnung, dass das überhaupt so ausgesprochen wird. Und hier haben wir einen Felsen, den wir mitnehmen. Denn dieser Felsen kommt da drüben auf den Suppenkessel. Ist ja schon mal etwas, der ist eingerastet. Da ging es Treppe runter, die gehen wir mal kurz. Oder auch nicht, weil wir angegriffen werden. Na kommt schon. Ein kritischer Treffer. Jetzt muss man dich bloß noch töten. Genau, so. Alles bestens, wir verstehen uns. So, mal schauen, was es hier unten gibt. Und es ist. Noch ein Felsen. Und noch mehr Gast. Schauen wir mal, wo muss der Felsen denn hin? Wenn ich mich nicht irre, gibt es hier drei solche Tümpel. Wenn ich mich irre, gibt es vier. Das werden wir ja dann merken, wenn es soweit ist. Komm, töte ihn schon einfach. Immer diese. Hey, wer hat denn dir erlaubt, dich zu wehren? Stirb! Hat er mich doch tatsächlich getroffen? Mit sowas. Was? Mal sehen, da kommt der Felsen nicht hin. Kommt er dahin? Nein. Hier unten irgendwo hin. Irgendwo muss er hin. Ach, und das ist übrigens der Dämon. Schauen wir mal, können wir ihn besiegen? Magisches Auge auf Lord. Definitiv. Nein. Also, zeigen wir euch mal, wie das Fliegen geht. Man läuft zu einem Rand der Kordes. Hält so lange die Taste gedrückt, bis das Ding voll ist und tschüss, weg war's. Hasta la vista, Gegner. Ziehen wir mal diesen Felsen hier runter. Keine Ahnung, wo der hin muss, aber hier unten kann ja nun nicht allzu verkehrt sein. Und wir haben, na, wieder den normalen Gaste. Ich hoffe mal, die stellen diesmal nicht so viele Probleme dar wie das letzte Mal, wo sie tatsächlich einer gewehrt hat. Ja, die Kämpfe an sich laufen nun mal leider nicht sehr spannend ab. Es sind immer die gleichen Bewegungen. Es sind halt immer die gleichen Befehle. Und Magie haben wir noch keine, die jetzt irgendwo optisch noch einen Reiz in den Kampf bringen könnte. Nur der Giftnebel geht mir langsam tierisch auf die Nerven. Ach, waren nur zwei Potte? Hey! Soll mir recht sein. Jetzt ist hier auch das Miasma weg. Das heißt, damit ist der Lord weg. Gab's hier noch irgendwas, was man untersuchen sollte? Scheinbar nicht. Haben sich denn da die Elementargeister beruhigt? Ja, sie sind weg. Das heißt, wir kommen an diese Truhe ran. Macht der Rune erhalten. Gut. Das sollte genügen, um das Miasma aufzuhalten, das in unsere Welt zieht. Lasst uns nun zu Sylph gehen. Bart hat gesagt, wir finden sie, wenn wir die Hängebrücke vor uns überqueren. Dann los. Ja, wo wir sie finden, das wissen wir, da waren wir ja bereits. Na, hier lang. Und ist sie da? Ja, ist sie.
Und wer hätte gedacht, dass sie so aussieht? Vermutlich jeder. Ihr habt den Fluss des Miasma in unsere Welt gestoppt. Ich möchte einen Pakt mit dir schließen, Elementargeist des Windes. Einen Pakt, wie es dieser alte Ring erlaubt. Ich werde euch helfen. Aber zuerst habe ich eine Bitte an euch. Das ist ungewöhnlich. Ein Elementargeist, der einen Menschen um etwas bittet? Ja. Selbst wenn wir einen Pakt schließen, wird alles vergebens sein. Wenn ihr nicht schnell handelt, dessen bin ich mir sicher. Ich verstehe nicht. Bitte erklär es uns. Magie, die Quelle unserer Macht, verschwindet aus dieser Welt. Und ohne sie werden die Geister und auch die Magiekunst für immer verloren sein. Was? Aber warum? Geht zum großen Baum Chigdralis, der im Wald der Elementarkaister lebt. Ihr werdet in der Lage sein, mit dem Geist in dem Baum, der mit dem Baum wohnt, zu reden. Dieser Elementargeist wird euch sagen können, was nun zu tun ist. Einverstanden. Gehen wir. Warte, wir haben eine Frage an dich. Ist dir jemals ein junges Mädchen begegnet, das sich hier im Tal verlaufen hat? Bitte versucht dich zu erinnern. Ihr seid die einzigen, die dieses Tal in den letzten Monaten besucht haben. Tut mir leid, aber ich habe niemanden sonst gesehen. Verstehe. Nun lasst uns den Pakt schließen. Zeig mir den Opal. Ich ersuche dich, großer Elementargeist des Windes. Im Zeichen dieses Ringes forme einen Pakt mit mir. Mein Name ist Klaus. Klaus kann nun Sif beschwören. Und damit endlich im Kampf mal etwas Sinnvolles zustande bringen. Elementare Kugel erhalten. Klaus erhält den Titel Bändiger. Titel Klaus Bändiger. Item. Kugel müsste theoretisch ein Quest-Item sein, das heißt, er müsste bei Check drin stehen. Genau, ermöglicht es, mit Chigdralis zu sprechen. Oder, naja, wie auch immer man das ausspricht. Ich bin leider mit nordischer Kultur, oder besser gesagt, mit nordischer Sprachwendung, da stammt nämlich das Wort her, nicht sonderlich betraut. Und was ist hier drinne? Flair halten. Na, klasse. Mal sehen, was der alte Herr Klein sagt, wenn wir uns sagen, dass eine Tochter nicht war. Ach, da kommt sogar raus. Ihr habt es wohl geschafft. Der Wind ist wieder normal geworden. Ja, und? Aber wir haben eure Tochter im Tal nicht finden können. Wir haben sogar mit dem Elementargeist gesprochen, aber ich verstehe. Wo könnte Ember nur hingegangen sein? Bitte wartet hier. Wir werden uns im nächsten Ort, in dem wir gehen, erkundigen. Ich danke euch. Also dann, gehen wir in den Wald der Elementargeister, den Sif erwähnt hat. Da liegt südlich von Beladem, nicht wahr? Ja. Nun dann, gehen wir wieder darunter. Den Weg kennen wir ja. Und treffen auf Hornissen. Mal sehen, was schneller ist. Klaus tut ja zum Ernst aktiv seinen Zauber verbreiten. Und da haben wir ihn. Und das ist übrigens auch der Zauber, den Sif 2 verwendet hätte. Und wer denkt, dieser Zauber wäre schwach, weil er nur knapp 100 Punkte auch verursacht, Schaden verursacht hat, der irrt, denn
Dieser Zauber kann mehrmals hintereinander Schaden verursachen, wie man hier gerade gesehen hat. Was ihn durchaus unangenehm macht, wenn man ihn denn abbekommt. Nun gut, einmal durch das Dorf und dann zum alten Baum. Der Weg ist ja der gleiche wie zur Jagd, außerdem habe ich euch den Baum hier schon mal gezeigt in der Vergangenheit. Nummer 1. Lass dich treffen. Genau. Und wieder Hühnchenfleisch erhalten. Los. Und schon geht die nächste Videosequenz los. Naja, Video ist so viel gesagt. Jedenfalls die nächste Zwischensequenz. Ist dies der große Baum Chigdralis, von dem Sylph gesprochen hat? Was passiert hier? Ich kenne diesen Baum. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Bitte hört mir zu. Ich muss euch warnen. Ich muss euch warnen, das Ende ist nah. Ich bin Martel, der Geist des Baumes, der in Chigdralis lebt. Die Stunde des Todes des großen Baumes ist nah. Wovon sprichst du? Mana, die Quelle aller Geister und Magie, wird geboren in diesem Baum. Wusstet ihr das nicht? Was? Wirklich? Kann dieser Baum wirklich genügend Mana für die ganze Welt produzieren? Es ist die Wahrheit. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Das widerspricht jeder Vernunft. Vielleicht wirst du mir glauben, wenn dieser Baum vergangen ist. Und alle Geister und Magie für alle Ewigkeit verloren sind. Da sagt er nichts. Ich denke, sie sagt die Wahrheit. In der Zeit, in der wir leben, 100 Jahre von nun an, existiert Magie nicht mehr. Außerdem habe ich diesen Baum schon einmal gesehen. Aber er war tot. Bist du sicher? Wenn das so ist, dann... Chigdralis kann die Ewigkeit überleben, solange er Mana hat. Aber ohne Mana wird der große Baum vertrocknen und sterben. Manaverbrauch allein würde dem Baum niemals schaden. Aber wo liegt denn dann das Problem? Ich weiß es nicht. Vielleicht verbraucht eine große Kraft enorme Mengen von Mana. Wie können wir den Baum retten? Wir werden Daos ohne Magie nicht aufhalten können. Und meine ganzen Forschungen waren umsonst. Ja, genau. Mach dir Sorgen um deine Forschungen, nicht zufällig um die ganze Welt, ne? Warte, ich habe noch immer Fragen. Ja. Ach, da hat jemand eine Idee. Vielleicht kann ich helfen. Meinst du, dass First Aid reichen wird? Ups, Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikro gestoßen. Es funktioniert nicht. Ja, war zu erwarten. Wenn ich doch nur so eine mächtige Heilerin wäre wie meine Mutter. Ich denke, das wäre auch zu einfach. Aber wir werden den Lauf der Geschichte verändern, nicht wahr? Ich denke, es sollte möglich sein, Daos zu besiegen. Bevor er in die Zukunft reist. Das ist wahr. Wenn wir all das eliminieren können, was Mana verbraucht. Leichter gesagt als getan. Wir wissen doch noch nicht einmal, was wir als nächstes tun sollen. Das
von all den Elementargeistern, die ich bisher entdeckt habe, ist Luna das stärkste. Der Ring, den ich brauche, um dir einen Pakt zu schließen, liegt in den Minen von Moralia. Zumindest habe ich das gehört. Die Minen von Moralia? Du riechst einer alten Zwergenmine im Königreich an. Anja. Aber das ist schon alles, was ich weiß. Alvanista? Genau. Das Königreich Alvanista besitzt die fortschrittlichste Magie der Welt. Dort sollten wir die Informationen erhalten, die wir brauchen. Nach Alvanista zu gelangen, sollten wir das Schiff nehmen, das im Norden der Handelsstadt Venezia liegt. Und Wölfe! Und das war ein Wolf. Das war ein Käferbär. Und das war der letzte Käferbär. Ja, du tatst es, genau. Du hast es getan. Irgendwie kommt mir die Konstellation bekannt vor. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Also gut, reisen wir in die Hafenstadt. Dazu müssen wir ganz nach oben und nebenbei ein paar Horror besiegen, die uns im Übrigen magisches Auge hinterlassen können. Klasse. Naja, wenigstens hat Klaus seinen Zauber fertig gehabt. Und wir haben ein neues magisches Auge, nachdem wir 3 verbraucht haben. Mal sehen, Fähigkeit Klaus, wie viel kostet denn Sylph eigentlich? 4 Talentpunkte, das heißt, ohne Ring hätten das 8 gekostet. Und das ist noch der billigste Elementargeist, den wir bekommen werden. Also jetzt billig von den Talentkosten, nicht von der Effektivität her. Aber das sollte ja eigentlich logisch sein. Tja, im Sprung abgefangen, mein Lieber. Und wie viel TP kriegst du zurück? Ach, gleich die 4 von den Zaubern. Das ist doch mal überaus praktisch. Trotzdem erstmal im Gasthaus auffüllen. Willkommen, bleibt über Nacht. Wie viel kostet? 20? Ja, bleiben wir. Genießt euren Aufenthalt. Und wie so üblich schaue ich mal, wie viel Zeit wir noch haben. Bis gleich. Tja, da waren wir mal wieder fleißig mit aufnehmen. Die Hafenstadt werden wir also erst im nächsten Part haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dark.